Hallo und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft an diesem Donnerstagmorgen direkt vom Frankfurter Börsenparkett. Ja, was in der Welt draußen geschieht, das findet hier auf dem Börsenparkett unmittelbar seinen Niederschlag. So hat die Corona-Pandemie lange Zeit die Märkte ganz schön durchgeschüttelt, hat für große Nervosität gesorgt. Aber viele Unternehmen und auch Branchen haben gerade davon profitiert, vom Zuhause bleiben müssen. Zum Beispiel die Lieferdienste. Wer nicht ins Restaurant kann oder will oder in den Supermarkt, der lässt sich sein Essen nach Hause bringen, gerne vom Fahrrad. Fahrradkurier, die Lieferdienste wie Delivery Hero, Flink oder Gorillas, die sind in der Vergangenheit kräftig gewachsen. Aber was nicht mitgekommen ist, der Gewinn, meistens schreiben sie nämlich rote Zahlen. Und zudem kommt hinzu, dass die Mitarbeiter, die Fahrradkuriere, ja immer mehr darauf pochen, dass sie auch einen Betriebsrat haben, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können und auch ihre Gehälter steigen, weil sie nämlich knapp sind. Delivery Hero ist sogar ein DAX-Konzern und hat noch nie einen Gewinn gemacht. Und heute Morgen hat der Konzern auch wieder rote Zahlen gemeldet. Eine negative Bruttomarge bei gleichzeitig sehr starkem Wachstum. Wo geht die Reise hin bei diesen Lieferdiensten? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Erik Meyer von der Handelshochschule Leipzig. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herr Professor Meyer, was man feststellen kann, rote Zahlen, das scheint ja bei den Investoren dann doch auch nicht so gut anzukommen. Also die Aktien dieser Lieferdienste, die haben sich nicht so gut entwickelt. Also auch in diesem Jahr ist Delivery Hero ganz schön tief in den roten Zahlen an der Börse. Ja, das hat sicherlich damit zu tun, dass die Profitabilität dort stagniert oder sich nicht so positiv entwickelt, wie viele gehofft hatten. Liegt es nicht auch am unglaublichen Wettbewerb, wenn man in einer Stadt wohnt und dann auch noch Fahrrad fährt? Das tue ich. Dann sausen ganz viele Lieferdienste an einem vorbei. Man hat das Gefühl, jede Woche kommen neue hinzu, auch aus dem Ausland. DoorDash, ein amerikanischer Konzern, tummelt sich hier. Was ist das los? Ist das ein gesunder Wettbewerb? Naja, wir sehen hier eigentlich die Auswirkungen von so einer Art darwinistischem Kapitalismus. Ja, es geht um den Verdrängungswettbewerb. Wer schafft es, einen Monopol oder eine monopolähnliche Stellung in einer Branche zu bekommen? Und da versuchen sich gerade sehr viele Unternehmen, sowohl bei der Lebensmittellieferung als auch bei der Lieferung von fertigen Speisen. Und ja, dieser Verdrängungswettbewerb kostet Geld. Und das ist auch ein Grund, warum es Unternehmen wie Delivery Hero nur sehr schwer schaffen, profitabel zu werden. Also Kapitalismus pur, the winner takes it all, also der übrig bleibt, Monopol, haben Sie gesagt. Ja, das hört sich ja nicht gut an, das sind ja eigentlich, ist ja ein Rückfall in alte Zeiten, das will man doch gar nicht. Naja, also man sieht eigentlich in diesen, ja, in der Entwicklung das schon in verschiedenen Bereichen. Man hat es zum Beispiel bei der Konsolidierung in Deutschland gesehen, als sich Lieferando gegen Delivery Hero durchgesetzt hat. Seitdem ist dieses Unternehmen deutlich profitabler geworden in dem Markt. Und da sehen wir jetzt aus der Wirtschaftsperspektive, dass es das eigentlich fast braucht, um profitabel arbeiten zu können. Aus einer Verbrauchersicht ist der Wettbewerb, der am Anfang dort entsteht, ja erstmal gar nicht schlecht. Ich habe mehr Anbieter, ich habe mehr Möglichkeiten und dementsprechend können sich die Verbraucher erstmal zumindest freuen. Was dann nach der Konsolidierung passiert, ja, das kann dann durchaus steigende Kosten bedeuten, Liefergebühren gehen hoch, Ähnliches. Aber nicht nur das, in Berlin vor allen Dingen, wo die ja auch sitzen, auch Delivery Hero sitzt in Berlin, ist aber auf dem deutschen Markt inzwischen gar nicht mehr tätig, war nur ganz kurz, hat nicht geklappt, können wir auch noch dazu kommen. Aber die Fahrradkuriere, die mucken auf, um es mal milde auszudrücken und sagen, nee, also so geht's nicht mehr, wir haben schlechte Bedingungen hier, wir verdienen zu wenig, wir wollen Betriebsrat. Das ist ja sozusagen aus Sicht der Branche bzw. der Unternehmen nicht ganz so gut. Das ist natürlich eine große strategische Herausforderung. Ich glaube, wie in allen Liefermodellen, ob das jetzt der E-Commerce ist oder die Lieferung von Speisen, sehen wir, dass die Logistik zunehmend herausfordernd ist, weil das Volumen nach oben geht und die Personen, die das machen wollen, einfach begrenzt sind. Und ja, das verknappt das Angebot an Lieferantinnen und Lieferanten und dementsprechend sollten sich dann hoffentlich auch für diese die Bedingungen verbessern. Das heißt also, die Lieferdienste müssen ihren Mitarbeitern mehr bieten, was ja das Ganze dann auch noch mal eventuell für den Verbraucher teurer macht. Ist das richtig?
Ich gehe davon aus, dass sich dort die Bedingungen und vor allem die Löhne erhöhen werden. Allerdings kann man davon ausgehen, dass in diesem Bereich vor allem ja, Menschen arbeiten, denen es entweder sozusagen auf den Gesamtverdienst nicht ankommt, Studierende, Ähnliches, oder andere, die sich eben nicht aussuchen können, weil sie neu auf dem Arbeitsmarkt sind. Und dieses Potenzial gehen die Lieferdienste, natürlich vor allem die Speise- und Schnelllieferdienste, ganz stark. Aber ich gehe davon aus, dass sich dort die Bedingungen verbessern und das könnte auch zu höheren Gebühren führen. Man muss aber dabei beachten, dass es den Unternehmen derzeit gar nicht darum geht, profitabel zu arbeiten, sondern es geht ihnen darum, möglichst schnell zu wachsen, möglichst schnell möglichst viele Kunden zu gewinnen. Das heißt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass die Lieferdienste die Gebühren schnell an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben werden, vor allem in dem umkämpften Bereich des Quick-Commerces. Aber das hört sich natürlich schon fast ein bisschen kannibalistisch an, wenn ich das mal so sagen darf. Die New York Times schreibt mit Blick auf diese Lieferdienste sogar von einer Schlacht, von einem Kampf. Da wird also echt der Krieg bemüht, um wirklich die Situation zu beschreiben. Ist das so schlimm? Also was ist das für eine Branche, die sich wirklich so gegenseitig dann im Grunde genommen auch zugrunde richtet, damit einer übrig bleibt? Wir schauen da ja auch alle zu. Ja, sehr viele der neuen Geschäftsmodelle sind halt stark auf ein schnelles Wachstum, auf eine Kundenakquise angewiesen und das kostet Geld. Und diese Bemühungen kann ich eigentlich nur einstellen, wenn ich es geschafft habe, am Markt zu gewinnen. Und da die digitalen Modelle eben sehr schnell skalieren können, gleichzeitig aber auch sehr, sehr leicht kopiert werden können, haben wir eben diese starken Wettbewerbe. Ich brauche nie keine Produktionsstätten, sondern ich brauche eigentlich ein paar Server und gut, in diesem Fall noch Fahrerinnen und Fahrer dazu. Und das ermöglicht ein schnelles Wachstum, führt aber auch dazu, dass ich eigentlich keine Wettbewerbsvorteile noch habe und die schwer verteidigen kann. Und das führt zu einem sehr intensiven Wettbewerb und deswegen haben wir diesen starken Verdrängungswettkampf. Während dieses profitieren, glaube ich, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie ist es denn auf Verbraucherseite? Was wissen Sie da? Wird das zunehmen? Also werden wir uns immer mehr nach Hause liefern lassen, Essen, Kleidung, was auch immer, Supermarktprodukte? Wir haben natürlich über die Corona-Pandemie gesehen, dass hier ein starker Bedarf entstanden ist, beziehungsweise dieser Bedarf noch gewachsen ist. Es gibt, glaube ich, einerseits Segmente, die sind darauf angewiesen oder empfinden es als besonders komfortabel, eben nicht mehr in den Supermarkt gehen zu wollen. Dem entgegen stehen aber natürlich auch sehr, sehr große Segmente in Deutschland, die sehr preissensibel sind, über mehrere Supermärkte vergleichen, diese abklappern. Das soll man, glaube ich, auch nicht überbewerten, wie groß dieses komfortorientierte Segment ist. Man kann schon davon ausgehen, dass das Angebot an mehr Liefermöglichkeiten auch in gewissem Maße zu einer höheren Nachfrage führen wird, wenn man das dann realisieren kann. Die Lieferdienste tun ja alles dafür, um schnell Kundenwachstum zu bekommen, über Gutscheine, Rabattaktionen, derartiges. Und das führt natürlich dazu, dass mehr Leute das ausprobieren. Und da gehe ich schon davon aus, dass ein paar mehr davon hängen bleiben werden, unabhängig von der derzeitigen Pandemielage. Es fließt sehr viel Geld in diese Lieferdienste. Die Investoren, die pumpen wirklich Milliarden da rein. Aber ich frage mich, welche Wertschöpfung kommt denn dabei raus? Also da gibt es eine App, da gibt es Mitarbeiter, die meistens noch nicht mal gut ausgebildet sind. Was bedeutet das denn gesellschaftlich? Ja, also wenn wir jetzt über die Wertschöpfung sprechen, könnte man natürlich einerseits sagen, dass so im Sinne von technologischer Innovation dort jetzt nicht großartig was passiert. Es sind etablierte Modelle, Logistikkonzepte gibt's. Das ist jetzt nichts, was weltbewegend ist oder eine neue Erfindung darstellt. Wir haben gleichzeitig auch eigentlich eher eine Verdrängung im Markt. Also wenn wir jetzt Speisen über die eine oder die andere Art ausliefern oder Lebensmittel, da passiert eigentlich für den Markt selbst erstmal gar nichts. Was allerdings, glaube ich, positiv für den Wirtschaftsstandort ist, dass wir hier natürlich so eine Art Ökosystem schaffen. Man spricht ja auch von Clusterbildung im Bereich E-Commerce und moderne Handelskonzepte. Und da haben sich ja Städte wie Berlin, aber auch Leipzig hervorgetan und entwickeln sich sehr positiv. Und das könnte für den Standort Deutschland schon gut sein. Insofern, als wenn wir sehr viele dieser Unternehmen haben, die global operieren, aber in Deutschland basiert sind, ja, für vielleicht so eine Art E-Commerce Valley in Deutschland organisieren können. Und das wäre dann, glaube ich, durchaus positiv, gesellschaftlich und für den Wirtschaftsstandort. Vielen Dank, Herr Professor Meyer. Und tatsächlich konkurriert oder liegt Berlin gleich auf mit Paris, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, und Delivery Hero will tatsächlich in diesem Jahr schon schwarze Zahlen schreiben. Das kommt heute bei den Aktien gut an. Und deshalb gönnen wir uns jetzt auch einen Blick auf die Finanzmärkte. Wir schauen zuerst in die USA. Dort sah es sehr gut aus. Der Dow Jones legte 0,9% zu, die Nasdaq 2,1% im Plus und der S&P 500 mit 1,5% gestern den Handel beendet. In Asien ging es nicht ganz so deutlich nach oben. In Shanghai um 0,2%, in Hongkong um 0,1% und in Tokio um 0,4%. Und dann schauen wir, was der deutsche Aktienmarkt daraus macht. Gestern war die Stimmung beim DAX ja schon wirklich richtig gut und heute erneut. Der DAX startet quasi mit einem Plus von 129 Punkten, steht bei 15.601. Und dazu trägt auch Siemens bei, nämlich Siemens, der Technologieriese, hat auch die Geschäftsbücher geöffnet. Siemens hat den Gewinn kräftig gesteigert und vor allem sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Ja, und wer einen börsengehandelten Indexfonds hat, ein ETF auf den DAX, da steckt dann auch Siemens drin. Man hat ja an der Börse quasi die Qual der Wahl. Es gibt unendlich viele Produkte, für die man sich entscheiden muss, wenn man denn investieren will. Und eins davon sind halt börsengehandelte Indexfonds, kurz ETF. Und die entwickeln sich gerade zum Kassenschlager. Im letzten Jahr, also 2021, hat man in Deutschland 150 Milliarden in diese ETFs investiert. Das waren 50 Milliarden mehr als im Jahr davor. Und das in einem Land, wo ja immer noch Aktien mit spitzen Fingern angefasst werden. Was passiert da gerade? Ist das ein neuer Hype? Sind das die jungen Leute, die den Aktienmarkt entdeckt haben? Und was steckt eigentlich hinter diesen börsengehandelten Indexfonds? Welche Chancen, welche Risiken? Was muss man beachten? Und darüber will ich jetzt sprechen mit Professor Andreas Hacketal vom Leibniz-Institut SAFE. Herr Hacketal, Sie beschäftigen sich schon lange mit börsengehandelten Indexfonds. Wie erklären Sie Ihren Studenten, was ist das eigentlich? Das ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich sind das Produkte fast wie aus dem Lehrbuch. Im Lehrbuch steht, Geldanlage heißt breit streuen, auf die Kosten achten, das Risiko ausrichten, auf die eigenen Präferenzen. Und diese ETFs, diese, wie Sie gesagt haben, börsengehandelten Indexfonds, eigentlich ja Exchange-Traded Funds erstmal allgemein, machen genau das, versuchen das. Eine Innovation letztlich von vor Jahrzehnten schon aus den USA kommt, die sagen, wir bilden den Markt ab. Ja, wir erlauben den Anlegerinnen mit ihrem Geld direkt mal in den DAX oder in den S&P 500, den Sie gerade angemerkt haben, zu investieren. Also ein ganz einfaches und lehrbuchgemäßes Instrument. Also 1:1 investiert man dann in den DAX. Wenn ich einen ETF-Fonds auf den DAX habe, habe ich alle DAX-Konzerne auf einmal drin. Das ist die Grundidee, genau. Das sind die Indexfonds. Wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu, dass sich unter dem Titel ETF noch vieles anderes verbirgt. Aber die Grundidee ist, ich kaufe mir den Index. Ich kaufe mir den Aktienkorb, der hinter einem Index steht. Ja, dann fragen wir gleich mal nach, was gibt es denn noch? Wie ist die Bandbreite dieser ETFs? Da steckt ja dann mehr dahinter. Naja, also der Name ist erstmal ganz allgemein. Exchange Traded Funds, also Exchange für Börse. Diese Instrumente sind an Börsen zu handeln. Das ist erstmal nichts Besonderes. Und Funds, ein Fonds, also eine Ansammlung, ein Sondervermögen für einzelne Wertpapiere auch nicht. Das ist erstmal allgemein. Mhm. Sie fingen aber typischerweise als an Indexfonds. Das heißt, man hat da Indexpapiere oder Aktien aus dem Index reingelegt. Zwischenzeitlich gibt es aber in alle Richtungen. Es gibt ja auch 100 oder 1000 Indizes, ja. Also ein Index auf, was weiß ich, japanische Stahlaktien oder so. Das ist natürlich dann eine etwas Zweckentfremdung. Also Branchenfonds, Länderfonds und so weiter. Das heißt, es gibt mittlerweile auch schon tausende ETFs. Mhm. Und deswegen muss man immer ein bisschen unterscheiden. Im engeren Sinne sind das die, und das sind auch die größten, sind das die Fonds auf die klassischen Indizes. Aber es gibt vieles und deswegen kann man sich manchmal auch ein bisschen verlaufen in diesem Urwald von ETFs. Was wir noch nicht erwähnt haben, im Unterschied zu sogenannten aktiv gemanagten Fonds, ist einfach, wenn der DAX fällt, dann verliere ich was. Und wenn der DAX steigt, dann gewinne ich was. Ich kann gar nicht eingreifen, außer ich verkaufe das, den Fonds natürlich. Aber das hat natürlich auch Vorteile, und zwar finanzielle Vorteile. Warum natürlich auch jetzt so viele Leute da investiert sind. Man bezahlt weniger. Sehr richtig, zwei wichtige Punkte. Die Kosten hatte ich vorhin angesprochen. ETFs sind auch deswegen so günstig,
weil eben keine Mannschaft von Fondsmanagers angestellt ist, um jetzt auszuwählen, wann in welche Aktie oder Branche, sondern diese ETFs im engeren Sinne, diese Indexfonds, folgen dem Index. Das heißt, das macht eine Maschine. Da ist typischerweise auch gar nicht viel Marketing dabei, weil da gibt es auch nicht so viel zu erklären. Und deswegen sind die typischerweise günstiger. Typischerweise sage ich deswegen, weil man muss schon hinschauen. Die sogenannte Managementgebühr variiert auch zwischen ETFs auf denselben Index teilweise deutlich. Also man muss sich auch damit beschäftigen. Aber gehen wir nochmal auf diesen, ich nenne es jetzt mal Hype ein. Also 50 Milliarden mehr Investitionen innerhalb eines Jahres, das ist ja schon eine Ansage. Sind das die jungen Leute, die den Aktienmarkt entdeckt haben? Was steckt dahinter? Oder hat überhaupt in Deutschland die Aktie jetzt doch oder Börse ein bisschen anderen Stellenwert bekommen? Das sind mehrere Trends, die zusammenkommen. In der Tat, die Jüngeren unter 35 ist eine Gruppe, die jetzt insbesondere an die Märkte rangegangen sind. Und das ja häufig über ein Smartphone-App oder Online-Broker oder wie auch immer. Das heißt, sie nehmen das Heft selbst in die Hand und da informieren sie sich, wie wir auch, sei es jetzt bei Ihnen im Fernsehen oder in Zeitungen oder im Internet. Und da wird natürlich häufig darüber gesprochen, was man macht. Und dann kommt man auf kurz oder lang auch auf diese ETFs zu sprechen, weil das heißt, naja, die sind günstig, da kann man Lehrgut buchgemäß anlegen. Und außerdem gibt es dafür auch noch günstige Sparpläne. Das heißt, es ist dann häufig das Instrument der Wahl derer, die neu an die Börsen kommen. Und dann sieht man die zwei Wege, entweder Sparplan, ETF oder auf einzelne Aktien zu wetten, zu spekulieren. Und die sich da die Finger verbrennen, gehen dann häufig über auf diesen ETF-Sparplan. Sie haben einen Sparplan genannt. Man kann tatsächlich schon mit 25 Euro im Monat sparen, also mit einem sehr geringen Geld, also wie früher auf dem Sparbuch quasi. Da habe ich zwei Fragen, nämlich die eine ist, es ist natürlich kein Sparbuch. Man muss sich der Risiken bewusst sein. Also ich habe es vorhin erwähnt, der DAX fällt, ich verliere, der DAX gewinnt, ich gewinne. Aber vielleicht hat dieses Sparen ja doch einen Vorteil. Sehr guter Punkt. Sparen, da haben wir was mit Zinsen vor Augen. Sparplan heißt einfach nur regelmäßiges Anlegen. Das ist natürlich schon immer möglich gewesen, aber gerade in Kombination mit günstigen Instrumenten und günstigen und häufig, die Anbieter sagen dann auch, ohne Ausgabeaufschlag bei ETFs übrigens gibt das typischerweise eh nicht, aber da wird dazu für dieses konstante Anlegen geworben. Und in der Tat, das ist kein Sparen. Es handelt sich um Aktienpapiere und dementsprechend schwanken sie im Zeitablauf, teilweise stark, wie wir es jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, aber eben weniger als einzelne Aktien, die dann immer noch Sondereffekte haben, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade bei Facebook gesehen haben. Also Facebook, das war mächtig. Wer Facebook aber in einem Index hat, der hat natürlich auch mit verloren. Also es hinterlässt Spuren. Im Moment ist die Stimmung wieder ganz gut. Aber natürlich, ich möchte noch mal über die Chancen und die Risiken sprechen. Vielleicht fangen wir auch noch mal mit den Risiken an. Was muss man einfach beachten? Worüber muss man sich im Klaren sein, auch wenn man mit 25 Euro im Monat dabei ist? Das ist fast klassisch zu fragen, wie viel Risiko sollte ich mir insgesamt zumuten? Also ich schaue mein Vermögen an. Wenn es auch kleiner ist, aber ich frage, wie viel kann ich sparen? Und dann ist die einfache Frage, wie viel davon sollte ich sicher anlegen? Natürlich immer eine Liquiditätsreserve. Und mit wie viel kann ich ins Risiko gehen? Das hängt auch davon ab, wie langfristig ich mein Geld zur Seite lege. Für die meisten Menschen heißt es eigentlich, schon einen bestimmten Betrag kann und sollte man langfristig in Wertpapiere anlegen. Und dann ist so ein Sparplan wahrscheinlich gar keine falsche Wahl. Und sich informieren ist auch keine falsche Wahl, oder? Sich schlau machen, bevor man das macht. Das ist niemals eine falsche Entscheidung, sich zu informieren. Man kann häufig auch zu viel machen und sagt, ich muss ja als Expertin, als Experte alles wissen, wohin entwickeln sich die Märkte, alles genau verstehen. Das ist wahrscheinlich ein weiterer Vorteil dieser Instrumente, die letztlich, weil sie einen Index abbilden, auch erstmal einfacher zu verstehen sind. Den Index hat man schon mal gehört, auch wenn die häufig komplizierte Namen haben. Aber dahinter steckt genau diese einfache Idee, breit zu streuen und damit an den Aktienmärkten insgesamt zu partizipieren. Also nichts für Zocker? Oh, ein guter Punkt. Sie können damit natürlich auch zocken. Und wir haben tatsächlich mal nicht nur ein Arbeitspapier, sondern eine Publikation, einen wissenschaftlichen Artikel, eine Studie geschrieben, wo wir nachgewiesen haben, genau durch die Einfachheit dieser Instrumente verleiten sie einige, auf Märkte zu wetten. Weil es ja so leicht ist, rein und raus aus dem DAX oder den S&P 500 zu gehen, sind manche Menschen geneigt, dann zu sagen, ja, dann muss ich ja auch was machen und mach das auch.
und versuche, den Markt zu timen, sprich den richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt zu bekommen. Damit sprechen Sie also etwas an. Die Einfachheit dieser Instrumente verleitet einige, sie letztlich zweckzuentfremden und durchaus auch mit diesem Instrument zu zocken. Sollte man nicht tun, zumindest wenn man sein Geld behalten will. Und genau hinschauen und breit streuen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Andreas Hacketal vom Leibniz-Institut SAFE. Ja, und wir kommen vom Handel mit Aktien zum, ich nenne es jetzt mal, echten Handel, wenn ich rausgehe in ein Geschäft und einkaufen will. Wer nicht geimpft und nicht genesen war, das nicht nachweisen konnte, dem blieben die Geschäfte bis auf Supermärkte verschlossen. Das ändert sich jetzt langsam. Man wollte natürlich die Ausbreitung der Infektion verhindern. Das scheint ja auch gelungen zu sein, zum Teil zumindest, auch wenn gerade die Zahlen wieder steigen. Aber der Handel hat natürlich sich auch laut beschwert. Es gibt da Einbußen. Der Handel ist sowieso durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt. Und jetzt öffnen immer mehr Bundesländer, also lassen diese 2G-Regel fallen. Dazu gehört Hessen, dazu gehört Brandenburg, Schleswig-Holstein. Und am Wochenende wollen auch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sich daran beteiligen, also das beenden. Ich habe dazu einen Gast aus Hamburg, aus unserer Wirtschaftsredaktion, Nicolas Lieven. Sie haben sich das alles genau angeschaut. Das ist doch quasi ein echter Lichtblick. Ist es ein Gamechanger für den Einzelhandel? Ich glaube, für einen Gamechanger ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig und auch so unsicher. Also wenn man sich mit dem Handelsverband unterhält, mit der Branche unterhält, dann ist der Optimismus doch recht verhalten. Sie haben es gerade richtig gesagt, man hat protestiert sehr lange gegen 2G und hat gesagt, das bindet Personal, das hält auch die Kundinnen und Kunden ab vom Einkaufen. Aber man sieht eben auch in einigen Bundesländern, wo 2G ja gerichtlich gestoppt wurde, Bayern zum Beispiel, Saarland, Niedersachsen, da sieht man eben, dass die Einnahmen und die Umsätze nicht plötzlich gesprudelt sind, sondern auch da sind die Umsätze doch recht verhalten. Und dazu kommt natürlich, auch wie Sie es gesagt haben, dass es eben nicht flächendeckend gelockert wird, sondern dass jetzt ja die Bundesländer so nach und nach und nach in Fahrt kommen und 2G eben abschaffen. Wenn man noch nicht genau festhalten kann, was es bringt, kann man vielleicht sagen, was es geschadet hat, wie es dem Handel geschadet hat? Also der Handel selbst sagt so 10-20% Umsatzminus durch 2G. Es gibt einzelne Händler, die sagen, es war also noch deutlich mehr. Also stationärer Handel, ne? Das müssen wir immer dazu sagen. Genau. Absolut, es geht immer um den stationären Handel. Auf den Onlinehandel komme ich gleich noch zu sprechen. Es geht um den stationären Handel und es ist einfach, das große Problem sind die Spontankäufe. Die machen so ein Drittel ungefähr aus aller Käufe und da sagen die Händlerinnen und Händler, die sind letztendlich ausgeblieben. Und es gab auch Umfragen vor der Einführung von 2G und danach. Und vor der Einführung von 2G hat jeder vierte Händlerin gesagt, das Geschäft läuft echt schlecht. Und nach der Einführung jeder zweite. Das Problem war einfach, dass diese Kontrollen einfach personalintensiv waren, kostenintensiv waren. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein großes Haus haben mit viel Personal, dann können Sie mal jemanden an den Eingang stellen, der kontrolliert. Wenn Sie einen inhabergeführten Laden haben, wo Sie nur ein, zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dann wird es einfach bedeutend schwerer. Und wenn Sie dann noch Security Personal anheuern müssen, also externes Personal, dann wird es noch schwieriger, weil die zum einen schwer zu kriegen waren und zum anderen doch recht teuer. Das sind alles Punkte, die jetzt wegfallen werden. Das heißt, man macht sich doch Hoffnung jetzt, oder nicht? Man macht sich auf jeden Fall Hoffnung, gar keine Frage. Vor allen Dingen auch, weil man sieht natürlich, dass in den Innenstädten schon was los ist. Also die Menschen wollen ja auch raus. Und weil man natürlich auch registriert hat, dass viele Geld gespart haben. Also ich kann nicht sagen, die Konten sind prall gefüllt, aber es ist schon Geld da, Geld, das ausgegeben werden will. So, und jetzt kommt aber der Onlinehandel ins Spiel, weil man sich natürlich fragt, kriegt man die Leute wieder zurück? Weg vom Onlinehandel hin zu den stationären Läden. Und dann gibt es noch so eine zweite große Unbekannte. Und das ist, ja, das sind die Ängste, die Sorgen auch in anderen Bereichen. Denken Sie an die Inflation, an die gestiegenen Energiepreise. Man weiß nicht ganz genau, wie es mit der Wirtschaft weiterläuft. Ukraine-Konflikt, das sind alles so Themen, die die Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit verunsichern. Und wie gesagt, da weiß man noch nicht ganz genau, in welche Richtung das nachher geht. Die Prognosen klingen ja so, dass die Verbraucher ihr Geld auch ausgeben wollen. Irgendwann soll es dann tatsächlich anspringen, wahrscheinlich erst im Frühjahr, wenn man vielleicht auch weniger Angst vor Infektionen hat. Das ist ja auch noch mal ein Grund. Der Handel hat eine Pleitewelle befürchtet. Das war so das Schreckgespenst, das von Anfang der Pandemie an die Wand gemalt wurde. Auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus. Zwei Fragen. Gibt es diese Pleitewelle und kann die Aufhebung von 2G das verhindern?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele natürlich auf Insolvenzen gewartet haben, in Anführungszeichen. Aber man muss einfach dazu wissen, dass wenn Einzelhändlerin, wenn Händler aufhört, dann melden die nicht immer Insolvenz an, sondern die merken einfach, der Laden funktioniert nicht mehr, die Umsätze kommen nicht mehr und dann schließen die, ja salopp formuliert, einfach die Tür ab. Ja. Und wenn wir uns die Zahlen einfach angucken, dann ist es so, dass wir vor der Pandemie ungefähr 5.000 Geschäfte haben, die zugemacht haben pro Jahr. Im vergangenen Jahr waren es 16.000 Einzelhändler, die Schluss gemacht haben. Das heißt eine Verdreifachung dieser Zahl. Man muss noch mal dazu sagen, dass viele auch darauf reagiert haben, haben also weniger Ware bestellt, haben zum Teil die Ware auch zurückgegeben. Denken Sie dran, wir haben seit 10 Tagen eigentlich Winterschlussverkauf und Sie sehen kaum was davon. Das liegt einfach daran, dass die Lager zum Teil auch tatsächlich leer sind. Aber was Sie jetzt brauchen, das muss man sagen, ist Umsatz. Nur Kosten sparen reicht nicht. Jetzt müssen wirklich die Umsätze her. Darauf hoffen alle. Und das heißt, gehen Sie shoppen. Das wäre ein gutes Rezept, um Umsatz zu schaffen. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen. Vielen Dank, Herr Lieven, nach Hamburg. Ja, sehr gerne. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen, die trübe Winterlaune zu vertreiben. Auf jeden Fall haben wir versucht, Ihre Laune etwas aufzuhellen mit unserer Sendung heute. Und bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie morgen auch wieder dabei sind.